Hallo zusammen und willkommen. Die meisten kennen die Avocado und essen gerne ihr Fruchtfleisch, zum Beispiel in Salaten, als Dip oder im Smoothie. Allerdings wird beim Auseinanderschneiden der Avocado-Kern oft entfernt und in die Biotonne geworfen. Das muss jedoch nicht sein, da diese etwa Vitamine, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und viele weitere Nährstoffe enthält. Da wundert es nicht, dass der Avocado-Kern schon in seinem Herkunftsland Mittelamerika verzehrt wird, weil er gegen zahlreiche Symptome helfen soll. Deswegen ist es an der Zeit, neben dem Fruchtfleisch das Mittelstück der Avocado mit auf den Speiseplan zu setzen. Dazu sollte man erstmal den Avocado-Kern für einige Tage liegen lassen, damit er trocknet. Dann ist es möglich, diese ungenießbare braune Haut um den Kern leicht zu beseitigen. Jetzt lässt er sich weiterverarbeiten. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Wie aber nun kann der Avocado-Kern verzehrt werden? Es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, den Kern der Avocado zuzubereiten und dann in unterschiedlichen Mahlzeiten und Getränken zu sich zu nehmen. Nummer 1 in Tees. Dazu wird der Avocado-Kern in einem Topf mit einem Liter Wasser hineingegeben. Nachdem alle Zutaten aufgekocht sind, lässt man diese für 3 Minuten ziehen. Dann ist es möglich, den Tee den ganzen Tag über zu trinken. Zweitens in Smoothies. Wenn man vorhat, mit einem leistungsstarken Mixgerät von ungefähr 30.000 Umdrehungen minütlich einen Smoothie zum Beispiel mit Obst und Salat herzustellen, kann hier auch der Kern der Avocado hinzugefügt werden. Dieser ist auf jeden Fall vorher zu zerschneiden, falls der Mixer über weniger Umdrehungen pro Minute verfügt. Nummer 3 in Suppen und Salaten. Wer eine Reibe oder eine Nussmühle besitzt, hat die Möglichkeit, den Avocado-Kern ganz fein zu zerreiben. Nun kann man das Pulver des Kerns für spätere Mahlzeiten trocknen oder frische Gerichte verzehren. Je nach Geschmack lässt es sich auch hervorragend in der Pfanne rösten. Es ist möglich, das Avocado-Kernpulver alternativ zu Croutons oder Saaten von anderen Pflanzen in Salaten und Suppen hineinzugeben. Wie ist denn nun die Wirkung des Avocado-Kerns? Verschiedene Inhaltsstoffe im Kern der Avocado können dazu beitragen, dass sie gesundheitsfördernd wirken und gegen Erkrankungen angehen, wie eine Studie aus dem Jahr 2003 in Mexiko zeigte. Zu diesen Wirkstoffen gehören unter anderem Fettsäuren, Triterpene und Phytosterine. Der Avocado-Kern verfügt über unterschiedliche Fettsäuren wie etwa die Omega-9-Fettsäure. Durch diese erstrahlt die Haut in einem schöneren Glanz. Zudem bewirkt sie, dass Hautrötungen abgemildert werden. Außerdem schützen neben den Fettsäuren die Vitamine A, C und E vor Trockenheit und zu viel Sonneneinstrahlung. Die Zellen werden durch Lutein zusätzlich unterstützt, weil es den Wasserhaushalt ausgleicht. Aufgrund dessen kommt es zu einer deutlichen Verringerung von Falten. Zudem treten Schuppen erst gar nicht auf. Dass der Kern der Avocado etwas hartig schmeckt, liegt daran, dass er Triterpene enthält. Diese Stoffgruppe, welche in der Pflanzenwelt sehr verbreitet ist, bewirkt, dass der Kern die Stress- und Belastungsresistenz steigert. Demnach hat dieses Lebensmittel auf unsere Organfunktion eine regulierende Wirkung, wie ebenso auf unsere Immunabwehr. Das heißt, dass bei Schwäche das Immunsystem angekurbelt wird, jedoch ebenso bei Autoimmunerkrankungen, Allergien und anderen Überreaktionen abgeregt wird. Zudem verbessern sich durch die Aufnahme von Triterpene sämtliche Krankheiten, bei welchen man in der Schulmedizin Cortison und weitere Steroidhormone verordnet. Wegen der beinhalteten Triterpene haben Avocado-Kerne einen positiven Effekt bei Entzündung, Bluthochdruck, Parasiteninfektionen, Impotenz, Arthritis und anderen Krankheiten. Weil der Avocado-Kern besonders fetthaltig ist, verfügt er über einen sehr hohen Gehalt an Phytosterinen. Diese hemmen im Darm die Aufnahme des LDL-Cholesterins aus der Nahrung. Das bedeutet, auch wenn wir Lebensmittel mit reichlich Cholesterin essen, gelangen diese nicht in das Blut. Der Körper bildet zwar ungefähr 90% des im Blut nachweisbaren Cholesterin selbst, jedoch sorgen Phytosterine für eine leichte Verringerung des LDL und des Gesamtcholesterins. Denn vor allem das LDL-Cholesterin bewirkt die schädlichen Ablagerungen in den Blutgefäßen, welche einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen können. Allerdings tragen Phytosterine noch auf eine andere Art dazu bei, dass sich im Körper die Blutfettwerte verbessern.
Sie beschleunigen das Ausscheiden der Sterine, zu welchen ebenso die Cholesterine zählen. Damit bewirkt Phytosterine die Senkung des LDL-Cholesterins im Blut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.